Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Und zwar habe ich heute Cities Skylines für euch. Und zwar haben mich ein paar Leute gefragt, ob ich nicht mal meine Stadt zeigen kann. Und ja, hier ist sie. Sie hat über 120.000 Einwohner. Ist jetzt nicht der Oberhammer, aber ja, es dauert auch sehr, sehr lange. Also in der Zeit, wo ich jetzt hier Cities Skylines gespielt habe, hätte ich in SimCity locker schon 1 Million geknackt. Und ja, ich habe mir ein paar Mods runtergeladen, das heißt neue Gebäude und solche Dinge. Dann der Vogel hier oben ist weg, der hat mich eh genervt. Und ja, Kreuzungen und so habe ich mir eigentlich nicht runtergeladen, weil ich liebe es, die selber zu bauen. Ich finde, es macht mega Spaß, irgendwelche lustigen Ein- und Ausfahrten zu bauen und solche Dinge hier. Ich finde es einfach geil. Macht Spaß und ja, das hier ist meine Stadt. Jetzt zur Aufteilung. Kurz hier das Fenster schließen. So, ich habe hier ein bisschen Wohngebiet. Dann da oben kommt jetzt neu hinzu Läden und noch großes Wohngebiet. Dann hier ein bisschen Geschäfte. Noch mehr Wohngebiet mit Büros am Rand. Hier noch mehr Büros. Dann hier Downtown ist die City. Der Dorfkern oder die Stadtmitte, wenn man so will. Und da hier hat es noch mehr Büros, sehr viele Büros. Ihr seht, die Leute wollen arbeiten. Und ja, was gibt es noch zu sagen? Hier meine kleine Stadt auf dem Berg. Also Stadt ist natürlich übertrieben. Ein paar kleine Häuschen. Und da die Strandpromenade. Hat leider noch niemand was gebaut. Ist eigentlich hier alles zum Bauen freigegeben, aber ja, niemand will am Strand wohnen, so wie es aussieht. So, das hier ist meine schöne Stadt. Natürlich, ihr seht, die Versorgung passt. Hier Krankenhäuser, Feuerwehr, Polizei, Bildung. Ups, Bildung sehe ich. Müsste ich was bauen. Dann ÖV, natürlich alles verbunden. Parks. 1, 2 und ja, Dekorationen hier, die paar speziellen Häuser. Und hier habe ich noch nichts freigeschaltet bei den Monumenten. Oh, ich verliere momentan krass viele Einwohner. Ich weiß nicht, ich habe ab und zu so Schwankungen, dann verliere ich extrem Einwohner, weil ich jetzt hier vorhin den Riesenteil hier markiert habe, also das heißt hier das Wohngebiet und die Läden. Und jetzt sinkt die Zahl extrem, dann plötzlich erholt es sich und dann steigt die Zahl wieder extrem. Ich weiß nicht, woran das liegt genau, aber das Problem habe ich ab und zu. Aber bis jetzt, ja, hat es sich immer wieder erholt. Und ihr seht, jetzt ist es schon wieder auf 1000. Jetzt geht es dann gleich wieder ins Plus rüber. Und ich weiß nicht, woran das liegt, warum auf einmal so viele Leute ein- und ausziehen wollen. Keine Ahnung, aber bis jetzt habe ich es immer irgendwie wieder in den Griff bekommen, meine ich. Und ja, soll uns jetzt mal nicht weiter stören. Gut, was gibt es sonst noch zu sagen? Eigentlich nichts Spezielles. Stau, ihr seht, ist nicht so tragisch. Auch hier bei den Autobahnen. Wo sind die denn? Hier unten. Ihr seht, die Staus sind nicht so extrem. Ich habe natürlich auch mehrere Ausfahrten hier gebaut. Außer der Zug hier steht im Stau. Oh, was ist denn hier los? Shit. Ja, und ich muss echt sagen, das Spiel macht verdammt nochmal Spaß. Es ist wirklich geil. Also Leute, die gerne SimCity spielten damals, bevor die Katastrophe rauskam, saugt euch das Ding. Es lohnt sich wirklich, es macht wirklich Spaß und nur schon wegen den ganzen Mods und der ganzen Scheiße. Es ist einfach nur geil. Ah, und übrigens, ihr seht, wir sind wieder im Plus mit den Einwohnern. Ja, wie gesagt, keine Ahnung, woran das liegt. Aber das erholt sich meistens. So, ein paar Brücken hier. Die Stadt ist übrigens Los Angeles. Der Grundriss von Los Angeles habe ich mir heruntergeladen als Mod. Und ja, das Geld hier übrigens habe ich abgeschaltet. Und zwar aus folgendem Grund. Ich hatte schon mal eine Stadt gebaut. Und diese Stadt, wie soll ich sagen, ja, hatte 50 oder 60.000 Einwohner.
Ich hatte auch etwa so um die 12.000 bis 14.000 plus. Und es ist am Anfang extrem mühsam, wenn man so lange warten muss, bis man was bauen kann, weil man nie Kohle hat und. Und nach einer gewissen Zeit, so etwa nach 2-3 Stunden oder so, hat man eh Millionen Überschuss und kann dann bauen, was man will, muss nicht mehr groß aufs Geld gucken. Und daher habe ich mich bei der Stadt hier dazu entschieden, ohne Geld zu starten, dass ich von Anfang an eigentlich gleich loslegen kann. Und ja, ihr seht ja, ich bin im Plus. Von daher passt das schon. Wenn ihr übrigens meine andere Stadt sehen wollt, mit weniger Einwohnern, dafür ein bisschen schöner gebaut oder ein bisschen crazier gebaut, wenn man das so sagen kann, dann, ja, wisst ihr was? Ich zeige euch die kurz. Ich gehe einfach mal auf Spiel laden und drücke mal hier laden. Gut, dann warten wir kurz, bis die Stadt geladen ist. Hier, das ist meine erste Stadt. Und wie gesagt, ich bin ja ein bisschen erfahren in solchen Spielen, kann man sagen. Ich habe schon ein paar Stunden SimCity und all das Zeug gespielt. Und von daher kann man eigentlich sagen, okay, ihr wisst, was ich meine. Die Stadt ist ein bisschen kleiner hier. Ah, 90.000 Einwohner sehe ich gerade. Und auch hier Minus, aber das soll uns mal nicht stören. Ah, jetzt habe ich natürlich... Scheiße, jetzt habe ich den Geldsheet auch für diese Stadt. Ich müsste den ausschalten, aber naja, ich lasse es jetzt mal drin. Und ihr seht, ich liebe es, Kreuzungen zu bauen. Meine super mega Ultima Kreuzung hier. Aber ihr seht, es funktioniert ohne Stau. Und es macht einfach nur Bock. Macht einfach nur verdammt nochmal Bock. Die Stadt hier ist eine Originalkarte. Und ja, ich habe hier einfach mal ein bisschen Straßen verlegt, was ich noch alles hier zubauen will. Meine kleine Sonnenstadt hier überall. Hier ist irgendwie so eine Sonne und hier oder eine Spinne oder was auch immer. Ein Spinnennetz. Und ja, auch hier, ihr seht die Aufteilung. Hier alles Wohngebiet, Goldküste, außenrum Büro und Shopping. Und da noch das Hippie-Viertel, da habe ich das Kiffen erlaubt. Soll auch mal sein. Und ja, das ist eigentlich meine andere Stadt. Okay, so viel zu dem Thema. Das war's eigentlich. Wenn ihr mehr sehen wollt, also ein Let's Play werde ich sicher nicht machen. Ich finde, das Spiel ist zu lang gezogen für ein Let's Play. Und ja, ansonsten, Leute, schreibt mir was in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat. Hinterlasst mir einen Daumen nach oben, drückt auf Abonnieren und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und kauft euch dieses Spiel. Es ist wirklich sehr, sehr geil. Gut, Leute, ich bin raus. Bis dann. Ciao.